Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 24. Juni 2014. Mein Name ist Norbert Giso. Ja, es gibt auch heute wieder einige interessante Aspekte. Da ist zum einen zu nennen hier der laufende Mars in der Waage, der hier genau dem Uranus gegenübersteht, also die Opposition von Mars-Uranus. Die ist morgen früh perfekt. Und aktiviert nochmal wieder das Quadrat von Uranus und Pluto, kann also auch wieder alte Probleme, alte Strukturen noch einmal wieder nach vorne holen, ins Bewusstsein holen. Mars-Uranus ist immer die Gefahr von Übersprungshandlungen, weil wir oftmals Dinge zu schnell wollen. Und dieses zu schnell wollen bringt Unachtsamkeit in den Vorgang und so kann es dazu kommen, dass wir entweder Dinge kaputt machen, weil wir sie nicht ordnungsgemäß zusammensetzen oder dass wir zu schnell fahren oder im Haushalt zu schnell sind. Da gilt es ein bisschen vorsichtig zu sein. Die Verbindung von Mars und Uranus hat auch sehr viel mit Freiheit zu tun, sodass auch unser persönliches Freiheitsbedürfnis in diesen Tagen massiv verstärkt sein kann, was wiederum natürlich uns zeigt, wo wir eventuell nicht frei sind. Dann haben wir hier die Venus. Ich erwähnte es gestern im Tageshoroskop. Die Venus ist jetzt ins Zeichen Zwillinge gelaufen. Der Mond hier, wie man schon sieht, wird ihr heute Mittag um 13.07 Uhr folgen. Steht jetzt noch im Stier in den letzten Graden. Mittags dann in den Zwilling. Am Nachmittag um 3:30 Uhr dann die Verbindung von Mond und Venus im Zwilling ist ein sehr schöner Aspekt, also ein Tag, an dem wir gut Kontakte machen können, an dem wir viele Dinge nicht so schwer nehmen sollten, wo wir Wissen oder Informationen erhalten können, die uns von Nutze sein können. Gerade in menschlichen Begegnungen sollten wir jetzt möglichst locker sein, auch wenn das alles vor dem Hintergrund der Sonne im Krebs abläuft, also einen stark emotionalen Background hat und eben auch Merkur im Zwilling weiterhin rückläufig ist. Also grundsätzlich sind wir weiterhin in der Spur, dass die Emotionen, die Gefühle ein fast stärkeres Gewicht haben als die Gedanken. Der Mond bleibt dann bis Donnerstag im Zeichen Zwillinge. Donnerstag wechselt er dann am späten Abend in den Krebs und dann ist ja, wie ich auch gestern schon erwähnte, am Freitagmorgen dann der Neumond im Krebs, der viel damit zu tun hat, uns eine Orientierung zu bieten, wo wir eigentlich wirklich hingehören, sowohl nach außen wie aber auch nach innen. Gut, dann wünsche ich uns allen einen schönen Tag heute. Nutzen wir am Nachmittag vielleicht die Verbindung von Mond und Venus und kontaktieren wir die Menschen oder bewegen uns dahin, wo wir uns wohlfühlen. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.